freue mich. Ja. Begrüße die internationale Presse. Ja. Und die Medien, insbesondere unsere örtlichen, hier vor Ort, zum diesjährigen IFG und zur Präsentation eines wunderbaren Buches, einer tollen Dokumentation, die hier auf dem Tisch liegt, die nachher die Beteiligten hier versammelt werden, die ich ganz kurz noch vorstelle, nämlich der Regula Stempfli, die Ihnen allen ja bekannte Intendantin des IFGs. Und neben ihr sitzt der Herr Dr. René Spitz, Ihnen ja, zum Teil wohl auch bekannt, der aber schon seit längerer Zeit mit der HFG und mit dem IFG verbandelt ist, auch ein ehemaliges Mitglied des Fachbeirates, Vorsitzender des Fachbeirates, also insoweit ein Vorgänger von Frau Dr. Stempfli und derjenige, der diese Dokumentation erarbeitet und inhaltlich hier zusammen mit Frau Dr. Stempfli verantwortet. Ja. Das ist der Beginn des heutigen Tages des IFGs mit unserer kleinen Pressekonferenz. Ja, und dazu gebe ich jetzt gleich weiter an Sie, Frau Dr. Stempfli, als diejenige, die heute auch das Zepter führt beim IFG. Herzlichen Dank. Also das Frau Doktor können wir jetzt weglassen. Herzlichen Dank, Alexander. Ich werde auch Herrn Dr. René Spitz nicht immer Herrn Spitz nennen. Es ist der René. Es ist wunderbar, sind Sie hier und haben wir Zeit, uns wieder über inhaltliche Fragen und auch über Fragen, wo Ulm im Moment steht mit dem Internationalen Forum für Gestaltung. Welche Projekte sind verwirklicht worden, welche nicht? Wie sieht es auch mit dem Gebäude aus? Das ist ja eben auch Ulm und dann die Ausstrahlung noch weiter über Ulm. Also wir werden diese Gelegenheit heute wahrnehmen. Ich bin froh, haben Sie Zeit. Es ist ganz ein toller Tag heute. Eben wir haben sowohl der Autor als auch die Initiantin und der Stiftungspräsident. Wir sehen das Buch heute zum ersten Mal. Und einmal mehr zeigt es sich, dass die stoffliche Wirklichkeit eben schon eine ganz andere Aura hat, als wenn man es digital bearbeitet. Also jedes Mal, wenn ich wieder so ein Werk sehe, denke ich an Walter Benjamin und seinen Aufsatz, der sich immer wieder lohnt, auch zu lesen, der auch hier natürlich in Ulm in den ersten Studiengängen und immer wieder auch zitiert wurde, die Technik, die Kunst im Zeitalter ihrer technologischen Reproduktion. Ich werde den Titel nie ganz auf die Reihe bringen, aber Sie wissen, welchen Artikel ich meine. Und da fällt mir immer wieder auf, eben, es gibt tatsächlich sowas wie eine Aura. Ich denke, im Zuge der Diskussion, der Ästhetikdiskussion, der Schönheitsdiskussionen, diese Aura ist nicht zu unterschätzen, weil die macht beispielsweise beim Menschen dann die Ausstrahlung und das Charisma aus. Und das ist in Zeiten einer Welt und einer Politik, die von Zahlen beherrscht ist, die einer Vermesserideologie aufsitzt, dass es da noch Möglichkeiten gibt für Charisma, Ausstrahlung und etwas Besonderes, ist ganz toll, dass wir das hier in Ulm machen dürfen. Sie wissen ja, ist nicht einfach für die Stiftung, die eine private Stiftung ist, in einer so großen Tradition zu stehen, die auch oft zu Missverständnissen und Auseinandersetzungen führt, irgendwelche Projekte im Gestaltungsbereich, im politischen Gestaltungsbereich auch im weitesten Sinne durchzuführen, ohne immer wieder auch angegriffen zu werden. Und das ist auch Ulm. Also wir haben ja heute das Thema Am I Ulmisch? Dieses Am I Ulmisch, das ist wirklich grandios. Das hat René wird dann noch erzählen, Herr Dr. Spitz wird dann noch erzählen, wie er darauf kam und wie wir es jetzt weiterentwickelt haben. Sie sehen, was wir daraus gemacht haben. Es ist die Call for Action. Das wird weitergehen, Am I Ulmisch? Unterschätzen Sie nicht vor allem auch die regionalen Menschen. Manchmal schätzt man dort, wo man wohnt und arbeitet, aufgewachsen ist und auch die Kleinräumigkeit dieser Stadt kennt und sie auch als störend empfindet. Manchmal unterschätzt man, wie gerade der eigene Ort und gerade Ulm ganz tolle Projektionsfläche sein kann, sowohl für Pragmatismus, für lokal Verankertes, für Kleinräumigkeit, aber auch für eine gewisse Vision, eine gewisse Zukunft, eine Weiträumigkeit,
die wirklich eine große internationale Ausstrahlung hat. Das sehen wir an Ulm. Das ist mit diesem MI Ulmisch ist das eigentlich ganz gut aufgereiht. Noch ein Wort wegen der Kleinräumigkeit, was ich gerade auch als Schweizerin, die in der europäischen Hauptstadt Brüssel während Jahren gewohnt hatte, realisiert habe und was Sie auch sehen, so mit diesem Stichwort Schweiz-Design oder also Schweiz-Letters, also Schweiz ist ja sehr präsent hier in Ulm. Eine Bemerkung dazu, ganz große, tolle Menschen, Frauen und Männer, sind oft in kleinen Räumen, also stammen oft aus kleinen Räumen. Und nicht aus diesen, aus ganz riesigen Konglomeraten. Und diese kleinen Räume können sowohl inhaltlich klein sein, geografisch klein sein, visuell klein sein. Und daraus kann sich ganz viel entwickeln. Und ich denke, Ulm hat hier sowohl in der Kleinheit als auch in der immer wieder erreichten Größe, auch über die Geschichte hinweg, so einen schönen Dialog gezeigt, der uns auch weiterführen wird in der Gestaltung. So, soweit so wie wir... Wenn ich da einfügen darf, ja, das war immer schon eine Ulmer Auszeichnung, nämlich im Kleinen das Große zu entdecken, ja, und zu sehen. Ja. Soweit. Ja. Ich glaube, da möchten wir jetzt weiterfahren, indem wir auch eben dieses MI Ulmisch sowohl Ort wie auch Idee und Weiterdenken und Gestaltung aufreihen möchten. Jetzt aber zu diesem schönen Werk hier. Es ist immer wieder, es ist wirklich ganz toll, das anzusehen und zu René Spitz. René Spitz hat, wenn ich richtig bin, seine Doktorarbeit, also er ist auch Historiker und jetzt arbeitet er aber als Design Consultant, das ist Designer, Gestalter, er ist Historiker und glaube ich auch Philosoph, unterrichtet jetzt sicher Designtheorie. Und der hat seine Dissertation schon über Ulm geschrieben, und zwar bis 1968. Einen schönen Band. Und es ist ein Glücksfall, dass er nicht nur im Internationalen Forum für Gestaltung, sowohl im Fachbeirat als auch als Intendant, als Vorsitzender tätig war während Jahren, sondern dass er seine Dissertation in einer ganz anderen Form, aber quasi wie nahtlos chronologisch weitergeführt hat. Und es ist die Entwicklung, er verkörpert auch im gewissen Sinn die Entwicklung von Ulm. Was besonders toll ist, ist, dass Dr. René Spitz dies im Auftrag unseres Fachbeirats gemacht hat, obwohl die Konflikte, die wir auch zusammen ausstehen mussten und ausgestanden haben, eigentlich vielen bekannt sind und ja auch in der Presse zum Teil breitgetreten wurden. Und es ist ein großes Qualitätszeichen zu sehen, dass Ulm, das immer auch für Team stand und die Schwierigkeit in Teamarbeit Genialität zu entwickeln, aber dann quasi das Urheberrecht zu verletzen. Also Sie kennen die Diskussion, dass ganz viele Menschen an Entwürfen mitgemacht haben und am Schluss war es dann nicht mehr eruierbar. Ja, wer war jetzt eigentlich die Urheberin dieser und dieser Schrift oder dieses Entwurfs, dieser neuen Technik? Das gehört auch zu Ulm. Und es ist großartig, dass wir das haben überwinden können im Internationalen Forum für Gestaltung mit allen Konflikten und sind jetzt zu einer Dokumentation gelangt, wo wir sehen, hey, wir haben wahnsinnig viel gemacht in den letzten Jahren. Und wir können das in einer Dokumentation finden, die nicht nur eine Dokumentation ist, die nämlich auch in der Gestaltung sehr viel aussagt über unsere Arbeit. Ich bin dann froh, wenn du noch was dazu sagst. Und auch im Inhalt, also wieso Interviews, wieso Personen. So, soweit von meiner Seite. Ich hätte gerne jetzt, lieber René, zuerst meine Frage. Was ist eigentlich Ulmisch für dich? Das ist sehr lustig. Funktioniert das überhaupt? Ich muss diese dumme Frage stellen. Funktioniert super, okay. Okay, wunderbar. Es sieht wichtiger aus, nicht? Das ist das Wichtigste. Ja, genau. Nein, es ist für die,
Genau. Und damit. Genau. Und damit zurück zu den Tagesthemen nach Bonn, genau. Nee, die sind ja aus Berlin heute. Die Frage, was ist eigentlich ulmisch, ist genau die Frage, die, als wir jetzt in den letzten Tagen die Information an die Presse rausgegeben haben, aus dem Ausland zurückgekommen ist. Ne? Aus New York von Stephen Heller, einer der weltweit am meisten gelesenen Blogger. Der ist seit über 40 Jahren Art Director der New York Times. Das New York Times Magazine hat über 120 Bücher über Design rausgebracht und hat, als ich ihm die Information geschickt habe, sofort ein Interview gebeten. Und das war die erste Frage. Dann kam ein anderer großer Blog, Design, aus London, und auch dort war es genau dieselbe Frage. Was ist denn jetzt eigentlich Ulm? Und das steht praktischerweise hinten auf dem Klappentext, dafür ist er ja da, eine Projektionsfläche. Also für mich ist Ulm eine Projektionsfläche. Über Ulm können wir nicht reden, ohne eine bestimmte Form zu ergreifen. Das geht nicht. Jetzt haben wir eine Konfrontation aufgebaut. Wir können auch ein kreisrundes Gespräch machen. Wir können es zu zwei Personen machen. Oder wenn wir es eben materialisieren, zum Beispiel in einem Buch, dann muss es gestaltet werden. Also das Dilemma von Ulm ist, dass wir die Art und Weise, wie wir etwas gestalten, schon etwas darüber aussagen, was wir gestalten. Es ist in Ulm nicht trennbar. Und deshalb sage ich jetzt erstmal was zur Gestaltung und am Ende komme ich wieder zur Antwort auf die Frage. Das ist ein historisches Buch und deshalb ist das bewusst auch eine historische Gestaltung. Das Stichwort hast du schon genannt. Swiss Typography hat Stephen Heller direkt gefragt. Also Schweizer Typografie, wo sind da eigentlich die Berührungspunkte zwischen Ulm und der Schweiz? Sie sind ja ganz nah dran. Das ist ein historisches Buch, ist eine historische Gestaltung, eine bewusst historische Gestaltung. Man könnte sagen, ein Anachronismus. So kann man doch heute nicht mehr gestalten. Warum? Weil das Buch, und das habe ich nicht ich gestaltet, das hat Petra Hollenbach aus Köln gestaltet, die kommt auch am Nachmittag. Weil das Buch über etwas Auskunft gibt, was gewesen ist, es zusammenfasst und hier aus unserer Sicht keine andere gestalterische Sprache sinnvoll wäre als eine, die schon eindeutig besetzt ist, und zwar eindeutig mit Ulm. Jede andere Form der Gestaltung, wie sie zum Beispiel Rüdi Bauer jetzt machen würde, ergäbe eine neue Ausdrucksebene, die das, was wir hier dokumentieren, überlagern würde. Das war nicht meine Absicht. Jetzt schiebe ich eine Fußnote ein, die aber sehr wichtig ist. Ich bin Herrn Wetzig, der Stiftung, insbesondere Herrn Wetzig, aber natürlich dem Fachbeirat, insbesondere Regula Stempfli, äußerst dankbar, dass sie mir zwar diesen Ball zugespielt haben, diese Dokumentation aufzusetzen, aber sie haben sich überhaupt nicht eingemischt. Das heißt, wenn du eben die Konflikte angesprochen hast, die auch weiterhin bestehen und die auch sofort, kaum dass die Nachrichten darüber rausgeschickt wurden, aufbrachen, dann wurden direkt auch diese Konflikte ausgesprochen und ich muss dazu sagen, so wie es hier auf dem Tisch liegt, ist es 100% meine Verantwortung. Niemand hat von mir verlangt, dass es eine solche historische Gestaltung ist. Niemand hat von mir verlangt, dass die Akteure, die hier zu sehen sind oder zu lesen sind, dass die präsent sind, versammelt sind. Das war alles meine Entscheidung. Also herzlichen Dank für auch diese Offenheit und für diese Freiheit. Ein altes Thema, nicht nur wer finanziert die kulturelle Freiheit, wer ermöglicht sie auch, dadurch durch den Rahmen, auch dadurch Widersprüche insofern sichtbar werden zu lassen, dass man sie zulässt. Das heißt nicht, dass man Widerspruch als Argument annimmt, aber dass man überhaupt sichtbar werden lässt und ihn nicht unter den Teppich kehrt. Das ist eine große, aber eine typische Ulmer Leistung, finde ich. Aber es wird gerade heute immer seltener. Das heißt, die geschönte Oberfläche, die ungebrochene Oberfläche ist immer wichtiger geworden. Zurück zur Gestaltung, die zwei Sätze noch. Die Struktur ist sehr einfach. Es fängt an mit einem Rückblick 1968, der Status quo.
1968 wird die HFG geschlossen. Dazu ist immer noch etwas zu sagen, weil da immer noch viel Unfug drüber verbreitet wird. Und von diesem Mythos, der in Ulm bis 1968 produziert wurde und danach auch weitergeschrieben wurde, auf diesem Ulm beruht ja ganz viel. Und mit dieser Auseinandersetzung hat dieses Buch zu tun. Es ist also diese Historie entfaltet sich von dort aus und deshalb steht da auch Ulm 1968 bis 2008 und nicht Ulm 1988, wo das IFG angefangen hat. Denn auch das IFG hat an das angeschlossen, was schon vorher war, nicht nur in der HFG, sondern auch in dem IOP, was von 1969 bis 1972 hier bestanden hat. Also es sind komplexe, verwobene Ebenen, die miteinander verschränkt sind und die aber nicht sichtbar sind, heute kaum noch präsent sind. Und das war das, was ich mir als Aufgabe genommen habe, es sichtbar zu machen. Und die Gestaltung bezieht sich nur darauf, dass sie etwas in einer Art und Weise präsentiert, als ob es völlig linear entfaltet werden könnte. Das ist nicht anders möglich bei einem Buch. Sie bricht das nicht, auch wenn wir heute wissen, dass ein lineares Vorgehen heute keine Lösung mehr ist, sondern Probleme erzeugt. Insofern wir diese Denkform der klassischen Moderne längst überwunden haben, auch hier in Ulm längst überwunden haben. Aber ich wollte hier nicht da noch ein neues Thema aufmachen. Das ist ja dann bei den Ulmer Gesprächen geschehen. Ja? Ja? Ja, genau, es ist beides. Lineares Denken, eine Methode der oder eine Überzeugung, die der Industrialisierung verpflichtet ist, die besagt, es gibt ein Problem, das ich identifiziere, die Industrie schafft ein Produkt, das dieses Problem löst und damit ist das Problem aus der Welt. Am Anfang, als Ulm agiert hat, als die HFG gegründet wurde, war das ein Problem. Am Anfang war die Welt zerstört und es brauchte Produkte, die Lösungen erzeugten. Und zwar neue Produkte, die eine neue Gesellschaft mitformen sollten. Neue Stühle, neue Leuchten, neue Gebäude, neue Türdrücker, neue Betten. Das war notwendig. Am Ende der 60er ist Ulm schon längst zu der Erkenntnis gekommen, dass wir alle Dinge bereits haben und dass die weitere Verfeinerung und Ausgestaltung dieser Dinge immer größere Probleme erzeugt. Das hat Ulm schon in den 60er Jahren erkannt. Also ein Vorreiter, ein gedanklicher Vorreiter dessen, was dann in Themen wie Umweltschutz oder sowas gegangen ist, wo man hier schon längst über Umweltplanung, darum heißt es ja Institut für Umweltplanung, nachgedacht hat. Also wie kann man das bewältigen? Das ist mit linearem Vorgehen gemeint. Und dazu gehört auch Chronologie. Natürlich ist Chronologie, das war ja der Versuch von Nick Röhricht in den Mitte der 80er Jahre, die HFG-Geschichte nicht chronologisch und doch irgendwie chronologisch darzustellen, in ihren Verwobenheiten. Damit sind wir ja überfordert, aber dennoch am Schluss müssen wir es irgendwie bewältigen. Ansonsten kommen wir nicht drüber hinaus, außer immer nur drüber zu reden. Das heißt, wir müssen es am Schluss verdichten. Insofern ist das auch hier die Linearität. Wir fangen 68 an. Wir kommen zu einem kleinen Kapitel, was leider sehr, jedes Kapitel ist viel zu kurz, aber es ist ein kleines Kapitel über das Institut für Umweltplanung, was weitgehend unbekannt ist, was in diesen 3 Jahren ein unglaubliches Feuerwerk entfacht hat ein Versuch, das, was Ulm gedanklich erarbeitet hat, in eine neue akademische Form an einer staatlichen Einrichtung, das IUP war der Uni Stuttgart angegliedert, zu überführen. Also auch das ist, insofern ist dieses Buch auch nur eine Handlungsaufforderung, wie jedes Buch oder jedes Objekt eine Handlungsaufforderung ist. Der Stuhl ist die Handlungsaufforderung, sich hinzusetzen. Der Film, die Filmvideokassette ist die Handlungsaufforderung, sich den Film anzusehen. Und das Buch ist die Handlungsaufforderung, es zu lesen. Und hier ist das die Handlungsaufforderung, das Kapitel über das IEP. Man möge mal sich damit beschäftigen und eine wirklich ausgefächerte Studie zu diesem äußerst spannenden 3 Jahren, die brutalstmöglich abgeschnitten wurden, zu veröffentlichen. Dann kommt das sehr viel umfangreiche Kapitel über das IFG mit seinen September-Tagungen 1988 bis 2003, die
für Ihre Zeit großartig dokumentiert sind. Jedes Jahr ein Buch, teilweise mit wörtlichen Mitschriften, teilweise mit redigierten Mitschriften. Und was dort an Akteuren aufgetreten ist, was dort für Themen verhandelt wurden, das ist ein unglaublicher Horizont. Da können Sie heute mit Hochschulen bespielen, hoch und runter, Bibliotheken füllen, was in diesen 16 Jahren hier sich versammelt hat. Es sind wirklich Kapazitäten, vor der Leistung kann ich nur den Hut ziehen, dass all die hier versammelt wurden und diese Themen so weit vorausgedacht haben, so weit voraus zur Sprache gebracht haben. Ich habe angefangen, das war nur so ein naiver Ansatz, von den Akteuren, die sich in Ulm versammelt haben, und zwar nach 68, also zuerst am IUP, dann am IFG und dann später bei uns, die Bücher und Zeitschriftenaufsätze, also wissenschaftliche Aufsätze, die sie veröffentlicht haben, zusammenzustellen. Ich bin nach einer Woche gescheitert, weil alleine eine Literaturliste all der Akteure, die hier mal in Ulm etwas beigetragen haben, ein so dickes Buch wäre, und das wäre keine kommentierte Literaturliste. Das ist ein unglaublicher Think Tank, der sich hier befindet, auf dem Kuhberg. Das ist wirklich, man muss sagen, beyond reason, also eine in ihrer Voraussicht den Zeitgenossen nicht begreifbar. Wir können das, ich als Historiker kann das feststellen für die 50er, ich kann das feststellen für die 60er, ich sehe es bei den 70ern beim IUP. Und das gilt auch für die 80er und 90er. Die Leute, die hier waren, die sind heute mit ihren Themen in der Breite angekommen. Damals waren die den Zeitgenossen nicht verständlich, worüber die eigentlich reden, was die eigentlich meinen. Bin ich immer noch zu lang? Darf ich nur schnell einen aktuellen Bezug bringen von Daniel van der Velde, wenn Sie sehen, seine Rede. Also die wurde nicht besucht in Ulm, es war auch Englisch, es ist auch schwierig, er hat einen enorm schwierigen Ausschreibungstext, also sehr intellektuell, uns auch im Vorfeld zur Werbung seines Ulmer Gespräches geschickt. Sein Vortrag hingegen war klassisch für einen Designer, wahnsinnig pragmatisch, verständlich, mit klugen Bildern verdeutlicht. Und ich sage Ihnen, ich bin sicher, was er über die visuelle Gestaltung erzählt hat von Occupy, also von diesen Bewegungen, die keinen Ort mehr haben, dafür quasi eine Signalethik, also wenn Sie wissen, Occupy hat eine eigene Zeichensprache, hat ganz eigene Wörter, hat ganz eine eigene Art, sich zu organisieren und sich auch zu manifestieren in einer Nicht-Manifestation. Einfach das nur als Beispiel, dass das auch noch heute passieren kann, dass Ulm offenbar Leute anzieht, die im Moment, in der Gegenwart, einem völlig sprachlos machen, wenn man nicht so im Thema drin ist. Oder dass, wenn man einfach interessiert ist an Ästhetik, an Gestaltung und an Politik. Wenn wir aber dann eben in 10 Jahren wieder zurückschauen, auch denke ich, bin ich auch sicher mit den Ulmer Gesprächen, dieser Ort hat die Aura genug und auch Leute, die sich verbunden fühlen, die dann manchmal ganz spinterige Sachen, also ganz, ganz ausgefallene Sachen bringen. Deshalb finde ich das Beyond Reason so schön. Also es heißt eben beides auf Englisch, beyond reason, ohne Vernunft, aber auch quasi wie unglaublich, oder? Also großartig. Über die Vernunft hinaus. Ja, das ist auch völlig richtig, was wieder zeigt, dass wir nicht linear chronologisch vorgehen können. Das ergibt einfach keinen Sinn. Die IFG-Tagungen 88 bis 2003 sind, wie gesagt, in den Jahresbänden hervorragend dokumentiert, dennoch sind sie nicht mehr präsent. Also war es auch hier, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, diese Themen allein und die Akteure sichtbar zu machen. Und Sie können jedes Jahr sich nehmen und Sie werden Hinweise darauf finden, wie relevant das für uns heute ist, was damals angefasst wurde. Nur ein einfaches Beispiel, weil es hier aus Ulm kommt. Es wurde hier im EFG über das Thema gemeinsam nutzen statt einzeln verbrauchen schon vor 20 Jahren gesprochen.
Was gibt es seit anderthalb Jahren, und zwar betrieben von Mercedes, also ganz old school Industrie und hier in der Stadt Ulm ja als Pilotstadt entwickelt. Dieses Carsharing-Modell nach einer neuen Art, dieses Car2Go, auch andere Konzerne sind nachgezogen, wo ich einfach kein Auto mehr brauche, wenn ich in der Stadt bin, weil an jeder Ecke eins steht und ich für die 2,5 Kilometer, die ich gerade vom Bahnhof hier hochfahren muss, mir für diese 1,70 € oder wie viel es am Ende kostet, eins kurz nehme. Also das ist jetzt ein ganz plakatives Beispiel, und wenn Sie diese Seiten durchblättern, wird Ihnen selber ganz viel einfallen, wie weit voraus damals Themen diskutiert wurden. Und das gilt jetzt nicht nur für die Industrie, die Produkte herstellt, auch für Medien, auch für das Verhalten, auch für die Architektur und Urbanistik. Also, dieses Kapitel ist auch wiederum sehr oberflächlich. Ich konnte nicht mehr als an der Oberfläche bleiben und versuchen, dieses spannende, diesen Berg, der hier an Wissen und an Diskurs angehäuft wurde, sie überhaupt nur sichtbar zu machen, ein paar einzelne Stollen da hereinzuschlagen. Und dann der dritte Teil ist einer, wo ich auch die Rolle wechsle, weil ich bis dahin, bis 2003 ja nur Historiker bin, aber ab 2004, Herr Wetzig hat es kurz gesagt, hier als Vorsitzender des Fachbeirats zum Akteur wurde und wir erneut die Frage gestellt haben, die auch vorher immer wieder gestellt wurde, was heißt eigentlich Ulm? Und jetzt komme ich wieder auf die Eingangsfrage von Regula zurück, was heißt eigentlich Ulm? Diese Frage haben wir uns gestellt und wir haben sie eben wiederum nicht linear beantwortet. Damit meine ich, wir haben nicht einfach im Fachbeirat gesetzt, Ulm bedeutet das und Schluss aus Ende, sondern wir haben einen mehrjährigen Diskurs, eine Debatte mit mehreren Schleifen, Wiederholungsschleifen erzeugt, mit Experten aus aller Welt. Und als ich hier jetzt und das Ergebnis dessen war dann dieses Programm Designing Politics, The Politics of Design, und als ich mit all diesen Menschen hier im Nachgang mich nochmal zusammengesetzt habe, wurde mir klar, wie nachhaltig und wie breit das in der ganzen Designerszene wahrgenommen wurde, auch wenn das hier in Ulm keinesfalls so wahrgenommen wurde. Das ist jetzt keine Lokalpresseschelte oder Lokalpolitikschelte oder Lokalkulturschelte. Das ist einfach ein Phänomen, was zu Ulm dazugehört. Schon Inge Scholl hat in den 50ern gesagt, dass man das, was hier in Ulm geschieht, innerhalb von Baden-Württemberg und sicherlich auch größtenteils von Deutschland nicht so recht verstanden hat. Aber im Ausland wurde jeder Millimeter sehr scharf gesehen. Und jede Veränderung wurde sehr scharf beobachtet. Und das habe ich hier wieder gespürt. Ulm ist international ganz aktuell, ganz relevant, unglaublich spannend. Es gibt viele, viele Fragen zu Ulm, die mit der Frage anfangen, was heißt das eigentlich ulmisch? Was ist das eigentlich gewesen? Was bedeutet das eigentlich? Und die immer zu der Frage kommen, was bedeutet uns Ulm heute? Und das ist diese Geschichte, mit der ich jetzt auch gleich schließe, auf der letzten Seite. Fast letzten Seite, finden Sie dieses Plakat, was da vorne hängt, als kleines Motiv abgedruckt. Dieser Satz, am I ulmisch, diese Frage, die stammt nicht von mir, sondern die stammt von John Maeda. John Maeda ist heute Präsident der herausragenden, einer der Top 10 internationalen Designschulen, des Rhode Island School of Design. Und als ich ihn vor 7 Jahren besucht hatte, damals noch am MIT in Massachusetts, hatte er gesagt, hör mal, wenn ihr, das war gerade in dieser Debattenschleife, wenn ihr darüber nachdenkt, was Ulm ist, dann macht doch genau das. Stellt den Leuten die Frage, aber die Frage nicht an sie gerichtet, sondern sie sollen sie selbst an sich richten. Also nicht, bist du ulmisch, sondern bin ich ulmisch. Ja? Was bedeutet Ulm für mich? Mach doch ein T-Shirt und das verschickst du an die Leute. Und dann, wenn Sie morgens aufstehen und in den Spiegel schauen und sich in dem T-Shirt sehen, können Sie sich die Frage stellen, am I ulmisch? Und das war der Bogen, den wir hier dann glücklicherweise schlagen konnten, dass wir die Veranstaltung hier mit dieser Handlungsaufforderung wiederum verbinden konnten. Deshalb die T-Shirts. Ich habe sie schon ein paar Mal getragen auf Partys, neulich auch bei einem Vortrag, und es funktioniert großartig. Es passiert genau das. Genau. Es passiert genau das,
worum es eigentlich geht. Nämlich man fängt daran an, darüber zu reden, was heißt eigentlich Ulm für dich heute? Ne? Nicht, was war Ulm, sondern was bedeutet uns das? Ja? Was ist davon noch wichtig, damit wir die Zukunft bewältigen können? Und darum ging es immer hier in Ulm. Ulm war keine Wiederholung des Bauhauses. Sie haben nicht gesagt, am I bauhausisch, ja? Am I dessauisch, sondern sie haben gesagt, Dessau war schön und gut, wir müssen nach vorne gucken, nicht nach hinten gucken. Und das ist genau die Frage. Und diese Frage hat wiederum sehr viele Konflikte aufgeworfen. Oder anhand dieser Frage sind Konflikte aufgebrochen. Und das ist wiederum typisch für Ulm. Und jetzt habe ich, glaube ich, 50 Minuten geredet.